Na gut, da die Priesterin wohl nicht mehr mit uns reden möchte, verlassen wir doch einfach mal den Tempel. Und werden sofort angesprochen. Seid gegrüßt, edle Abenteuer. Ich bin Elsurion Sternlicht und danke euch im Namen meines Bruders, des Elfenkönigs Alistair Sternlicht, für euer Kommen in diese Angelegenheit. Elsurion führt euch zu einem Gasthaus mit dem schönen Namen Liebliche Au. Nachdem er ausreichend Getränke geordert hat, gibt er den Schankmaid einen diskreten Wink, worauf sich diese zurückzieht. Ohne große Umschweife kommt er zum Kern seines Ansinnens. Ah, anscheinend haben in der Zwischenzeit unsere Helden Kontakt zu den Elfen aufgenommen. Oder eher andersrum, und die Elfen haben sie gebeten, hierher zu kommen. Okay, gut zu wissen. Wie ihr wisst, wurde einst ein Aufstand der Orks niedergeschlagen, nur durch das Zusammenhalten von Zwergen und Elfen. Als Zeichen der Freundschaft unter diesen Völkern wurde damals ein magisches Artefakt geschaffen, der Salamanderstein. Doch die Freundschaft zerbrach und der Salamanderstein, er verschwand. Um heute der erneuten Bedrohung durch die Orks widerstehen zu können, muss der Salamanderstein unbedingt in die Hände des Zwergen Ingramosch gelangen. Ingramosch, aufschreiben. Ingramosch. So. Nachdem Elsurion sein Anliegen vorgetragen hat, begleicht er die Rechnung und verabschiedet sich mit folgenden Hinweisen. Der Zwerg Ingramosch hat sein Volk verlassen und hält sich derzeit in Lowangen auf. Okay, Ingramosch in Lowangen. Kommt alles auf meinen neuen Schmierzettel. Braucht Essstein. Da fällt mir übrigens ein, diese Dialogoption, die wir vorhin hatten, das war nicht der Salamanderstein, von dem jetzt die Rede ist, sondern das waren die Salamandersteini. Das ist eine Gebirgsformation. Aber gut, der Zwerg Ingramosch hat sein Volk verlassen. Ja, der Salamanderstein soll angeblich in einem stillgelegten Stollen einer Binge sein, nicht allzu weit im Süden. Okay, Essstein. Hey, warum machst du den Text weiter? Im Süden. Kaum hat sich die Tür hinter ihm geschlossen, tritt ein Mann an euren Tisch, dessen Kleidung und Aussehen den wohlhabenden Geschäftsmann verraten. Gestattet, dass ich mich setze? Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen. Es geht um den Salamanderstein. Da sind anscheinend mehrere Parteien an dem Stein interessiert. Aber jetzt schreibe ich erstmal ganz kurz auf. Essstein im Süden. In Binge. Binge. So. Jetzt schauen wir doch mal, was er so will oder bietet. Ihr hattet Kontakt mit einem Elfen, der sich als Botschafter ausgibt. Jedes Kind weiß doch, dass es keine Elfenbotschafter gibt. Er hat euch von einer Freundschaft zwischen Elfen und Zwergen erzählt. Das ist doch lächerlich. Feuer und Wasser können auch nicht zusammen existieren. Der Salamanderstein hat ganz Eingeweihte und ist viel wert. Sehr viel. Ich würde euch 1000 Dukaten dafür geben. Bringt den Stein einfach zu Vendaria Egelbronn nach Lowangen. Egelbronn. Ja. Aber allein schon von seinem Auftreten her und mit diesem nervösen Augengezucke merkt man schon, dass da nichts Gutes hinterstehen kann. Ja, na gut. Nach seinen Ausführungen beugt er sich über den Tisch und flüstert. Ja, willst du noch deinen Schnurrbart ein wenig drehen und die Hand vor den Mund halten? Nein. Nicht vergessen, bringt den Stein nach Lowang zu Vendaria Egelbronn. Und das Geld ist euer. Daraufhin verlasst auch er die Taverne, nicht ohne sich zu vergewissern, dass kein anderer Gast deinen Ausführungen lauschen konnte. Also ja, entweder gehört er einer Diebesgilde an, was ja an sich nicht schlimm wäre, oder er hat irgendwas Finstereres am Sinn. Na gut, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass Ingramosch in Lowang den Stein braucht und dass diese Vendaria Egelbronn dafür bezahlen würde.
1000 Dukaten klingt nicht schlecht. Also auf unseren Reisen hatten wir schon teilweise wesentlich mehr. Aber unsere Helden sind jetzt ja doch ein wenig knapper bei Kasse als vorher. Also klingen 1000 Dukaten echt nicht schlecht. Aber wir sollten uns erstmal mehr informieren über den Stein und ihn überhaupt erstmal beschaffen, bevor wir uns Gedanken darüber machen, wer ihn denn überhaupt bekommt. Aber allein die Aussage von ihm, dass Feuer und Wasser nicht zusammen existieren können, da hat er ein wenig die falsche Gruppe ausgewählt. Und auch, dass er darüber munkelt, dass es keine Elfenbotschafter gibt. Wir haben zwei Elfen dabei und die kennen sich mit Elfen doch wahrscheinlich besser aus als er. Außerdem reisen in unserer Gruppe ja auch Elfen und Zwerge zusammen. Okay, zwischendurch gibt es da kleine Sticheleien, aber sie halten dann den Rücken frei. Und das ist das Wichtigste. Wir sind jetzt anscheinend in dem neuen Tavernenbildschirm. Und lauter neue Symbole. Also ich weiß, eins davon war, man kann sich an eine Theke setzen. Und das andere war, man kann sich an einen Tisch setzen. Entweder an einen eigenen oder an einen bereits besetzten Tisch. Was ich so in Real Life niemals machen würde, weil ich es einfach unhöflich finde. Aber ja, erstmal sprechen wir doch jemanden an. Hallo. Außer euch sitzt niemand am Tisch. Ah ja, stimmt. Wir wurden ja schon an einen Tisch gesetzt. Mit den zwei Leuten, die gerade vorgesprochen haben. Dann, ich glaube, das ist die Theke. Eine Runde fürs ganze Lokal, ruft Gwendolyn laut in Richtung Theke. Nein, das... Okay, gut zu wissen. Das ist also eine Runde ausgeben. Sofort werden andere Gäste auf euch aufmerksam. Hey, hast du nicht gehört? Die Reisenden hier geben einen aus, ruft irgendwer. Der Wirt eilt sofort herbei und winkt nach der Schankmaid, die sich daraufhin eifrig daran gibt, eine Unzahl von Krügen zu füllen. Das macht 59 Silbertaler. Hatte ich erwähnt, dass wir nicht ganz so viel Geld haben wie vorher? Aber gut. Keine Sorge, hier habt ihr euer Geld. Hab Dank, gut zahlende Kunden wie euch weiß ich zu schätzen. Der Wirt streicht das Geld ein, hebt einen Krug in die Höhe und ruft laut in den Schankraum ein dreifaches Prosit auf die Spender. Die übrigen Gäste stimmen ein, Umstehende klopfen euch wohlwollend auf die Schulter und stoßen mit euch an. Talana ist angeduselt. Hallo? Das ist nicht sehr ladylike. Aber ja, also, dass da ist eine Runde ausgeben. Wir würden jetzt gerne an die Theke. Ah, okay. An einen freien Tisch sind wir ja bereits. Wir können an einen besetzten Tisch oder an die Theke. Erstmal an die Theke. Ihr setzt euch an die Theke. Hallo, Theke? Gisbert von Norburg. Hereinspaziert. Es wird sich sofort jemand um euch kümmern. Ah, das ist also der Wirt an sich. Dann fragen wir doch mal ihn nach der Stadt selbst, wo wir gerade sind. Könnt ihr uns ein wenig über Quirasim erzählen? Mal ganz unter uns gesprochen. Quirasim heißt bei den Elfen eigentlich Quiliana. Das könnte wichtig sein. Schreibe ich mir einfach auch mal auf. Quirasim gleich Quiliana. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viele Informationen ich aufschreiben sollte und wie viele nicht. Denn im ersten Teil war es ja recht offensichtlich, was wichtig war und was nicht. Halt einfach nur die Nachkommen von Hügelig zu finden und vielleicht noch irgendwelche Andeutungen auf irgendwelche Dungeons. Aber hier scheint das ein wenig mehr ausgefüllt zu sein, die Hintergrundgeschichte. Muss ich mal gucken, wie schnell der Zettel voll wird und dementsprechend ein wenig filtern. So, also über die Stadt wissen wir jetzt schon mal was. Wie schaut's denn mit dem Salamanderstein aus? Ist das etwas, von dem mehrere Leute wissen oder ist das wirklich etwas Geheimes? Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Okay. Wie schaut's denn mit den Salamandersteinen aus, also das Gebirge? Da fragt ihr ausgerechnet mich. Belästigt jemand anderen mit euren Fragen, aber nicht mich. Schade. Aber an der Theke stehen normalerweise auch andere Leute und nicht nur der Wirt. Ich probiere jetzt einfach nochmal anzusprechen. Ich habe Besseres zu tun. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Okay, also wenn wir an der Theke stehen, können wir anscheinend nur mit dem Wirt sprechen und nicht mit anderen Gästen, die zufällig auch an der Theke stehen. Das heißt, wir setzen uns einfach mal dreisterweise an einen besetzten Tisch. Nachdem ihr höflich gefragt habt, ob ihr Platz nehmen dürft, lasst ihr euch an einem besetzten Tisch nieder. Und sprechen die ihn mal an. Anscheinend haben eure Tischnachbarn keine Lust mit euch zu reden. Auf jeden Fall kommt kein vernünftiges Gespräch zustande. Und
Das, obwohl wir vorher eine ganze Runde ausgegeben haben. Na gut, dann halt zum nächsten Tisch. Ihr erntet einige schiefe Blicke, als ihr den Platz wechselt. Offensichtlich sind eure häufigen Tischwechsel inzwischen aufgefallen. Ja, das mag daran liegen, dass wir schon an einem Tisch angefangen haben. Normalerweise kommt man ja rein und steht dann wahrscheinlich einfach so irgendwo im Raum rum. Aber ja, wir haben jetzt wohl keine Option mehr. Ah ne, wieder die Nachricht, dass keiner mit uns reden möchte. Wir haben hier eine Runde ausgegeben, also ist es auch okay, wenn wir von Tisch zu Tisch springen. Egal, ob wir schiefe Blicke bekommen. Ich probiere mal, ob wir jetzt weiter zu einem neuen Tisch können. Einige der Gäste fangen hinter eurem Rücken an zu tuscheln und zu reden. Ihr solltet vielleicht nicht so auffällig häufig den Platz wechseln. Okay, letzter Versuch war das jetzt. Spricht ihr wenigstens mit uns? Ne, auch hier will keiner mit uns reden. Das ist doch sehr unhöflich. Gut, wie schaut es mit Essen und Trinken aus? Fast gar keins. Okay, dann bestellen wir auch nichts. Na gut, wenn die Leute hier alle so unhöflich sind, obwohl wir eine Runde ausgeben für 6 Dukaten, verlassen wir doch mal nicht. Warte mal. Wer soll eines seiner Talente anwenden? Oh, stimmt, wir können hier musizieren und Akrobatik vorführen und so weiter. Sollten wir nur vorher mal gucken, wie gut die Talente denn in den bestimmten Werten sind. Wo kann ich meine Talente angucken? Talent anwenden? Nee, ich will mein Talent wissen. Werte ansehen vielleicht. Nein. Das finde ich jetzt sehr kurios. Wir spielen aber schon im fortgeschrittenen Modus, oder? Spieloptionen? Na, nicht Anfänger, fortgeschritten. Cut. Hoffentlich ist da jetzt nicht irgendwas schiefgegangen dadurch. Weil der Anfängermodus, der macht sehr viel automatisch, was er nicht automatisch machen soll. Und man sieht viele Optionen nicht. Das ist nicht gut gewesen. So, können wir jetzt bitte unsere Talentwerte angucken? Dankeschön. Also, Körper. Akrobatik ist hier nicht gut genug, also statt dass sie irgendwie Geld verdienen könnte. Tanzen hat sie auch nur 2. Also nee, sie wird dafür nicht in Frage kommen. Wahrscheinlich eher die Elfen. Talana hat ein Ausrufezeichen. Das wird wahrscheinlich das Betrunkene sein. Mürrem kann tanzen 6 und Uwe musizieren. Musizieren hat sie nur 3. Also Mürrem könnte tanzen. Jallen hat musizieren 7. Okay. Also Jallen musizieren, Mürrem tanzen. Jallen musizieren. Jallen kann die Leute begeistern. Sie lassen 2 Dukaten, 9 Silberlinge springen. Oh, das ist doch schick. Und man hört sogar was. Ja, schön viele neue Details. So muss das Spiel sein. So, und jetzt Mürrem, die tanzt dazu. Mürrem kann die Leute begeistern. Sie lassen 1 Dukate, 2 Silberlinge springen. Damit ist jetzt fast das Runde ausgeben ausgeglichen. Sehr schön. Und jetzt verlassen wir doch mal die Taverne. Der Wirt wünscht euch noch einen guten Heimweg, als ihr das Lokal verlässt. So, und jetzt haben wir auch die neue Ansicht. Wie ihr sehen könnt, sind das nicht mehr diese Blockhäuser von vorher. Noch habe ich eingestellt, dass wir schrittweise gehen. Also ähnlich wie im ersten Teil, dass es halt immer Felder gibt und man von einem Feld zum nächsten geht. Es gibt auch die Option, das ohne diese Schrittweise zu machen. Und das mache ich einfach mal ganz kurz. Wir klicken hier drauf. Spieloptionen. Schrittweise gehen. Aus. Auch wenn man dabei leicht seekrank werden kann. Jetzt haben wir wirklich freies 3D. Wir können uns wirklich umgucken. Aber ihr merkt schon diesen Schwenker, den er hat. Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Aber ja, wir sollten uns jetzt erstmal eine Herberge suchen. Das ist wohl ein Krämer. Da sollten wir am Tag auch vorbeigehen. Ich denke mal, der wäre jetzt ein wenig grumpig, wenn wir da anklopfen. Was bist du? Ah, genau das Richtige. Die Einkehr. Hallo.
Mariaka Windbrecker. Etwas Glück muss man haben. Es sind gerade einige Zimmer frei geworden. Okay, was kannst du mir über Quirazim erzählen? Ja, in dieser Stadt muss man sich wohlfühlen. Vor allem in den Tavernen, wo keiner mit einem reden will. Was weißt du denn über einen gewissen Salamanderstein? Nicht die leiseste Ahnung. Na gut, wir wollen sie jetzt nicht zu Tode nerven. Machen wir einfach mal Gesprächsende. Ich muss jetzt noch ein paar Zimmer bereit machen. Na gut. Wir hätten gerne ein Einzelzimmer für eine Nacht. So, Talana ist betrunken. Sind die Stabzauber noch erhalten? Auf ihm liegt der vierte Stabzauber. Sehr schön. Auch sehr schön ist das jetzt hier. Dass wenn man Waffen über das Auge zieht, dass man wirklich sieht, wie viel Schaden die verursachen und ob die einen Bonus auf Attack und Parade haben. Das gab es vorher ja nicht. Das war ein wenig ärgerlich. Gucken wir mal ganz aus den Rondra-Kammern. Ist leicht beschädigt, ist magisch, macht 4 bis 14 Schaden und hat minus 2, minus 2. 4 bis 14 macht er. Was macht jetzt dein Zweihänder? 6 bis 16 macht schon mal mehr Schaden. Dafür aber auch mehr Attacke-Malus und mehr Parade-Malus. Na gut, der eine Punkt auf Attacke, Parade ist ja eh sinnlos, da er so viel Rüstung trägt. Also der eine Attacke-Malus macht nicht viel aus. Und dafür 2 mehr Grundschaden und 2 mehr Maximalschaden. Also wir sollten schon das Schwert hier behalten. Der Rondra-Kamm kann also weg später. Gibt es noch Informationen zu der Rüstung? Ja, Behinderung 4, Attacke, Parade, Malus minus 2, dafür Rüstungsschutz 5. Aber ja, sehr schön detailliert. Wir wollen zurück, wir wollen jetzt aber schlafen. Ja. Und danach will ich mal gucken. Oh. Tapfere Recken, lasst eure Waffen, wo sie sind. Ich möchte euch ein Geschäft vorschlagen. Sternenschweif, die Wurfaxt, wurde aus dem Tempel des Gottes der Diebe gestohlen. Es heißt, dass sie sich jetzt in einer Orkenfeste befindet und von gar seltsamen Orks bewacht wird. Beschafft mir diese Waffe wieder und es soll euer Schaden nicht sein. Wenn euch die Wiederbeschaffung gelingt, erhaltet ihr ein Stück aus dem Tempelschatz nach eigener Wahl. Und ihr könnt euch Fexens Wohlwollens gewiss sein. Okay. Also irgendein sehr ungeschickter Dieb bricht nachts bei uns ein, um uns zu sagen, dass dem Gott der Diebe was gestohlen wurde? Okay. Also ich habe mir aufgeschrieben, Sternenschweif in Orkfeste. Er hat nicht gesagt, wo wir es hinbringen sollen, wenn wir es gefunden haben. Wahrscheinlich einfach irgendein Fexenstempel. Aber ja. Na gut. Ein zweiter Auftrag macht das Gleiche gleich ein bisschen interessanter. Jetzt verlassen wir erstmal die Herberge. Oh, sehr schön, man sieht sogar Wolken am Horizont. Sich ziemlich schnell bewegende Wolken, die alle im Kreis um uns rum fliegen. Aber ja, wenigstens Wolken. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob wir inzwischen abspeichern können, ohne in einen Tempel zu müssen, wie im ersten Teil. Und es kommt keine Warnung. Also mache ich mal, ja, sichern. LP002. So, anscheinend verlieren wir keine Erfahrungspunkte. Sehr schön, da muss ich nicht immer in einen Tempel eilen und da irgendwelche Geweihten belästigen. Und wir sehen uns dann gleich wieder.